Sie sind ja noch in der Weimarer Republik Ja, geboren. ja. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit? Also einmal erinnere ich mich noch an eine Zeitung, die auf dem Tisch lag. Da stand, ich konnte schon lesen, also so alt muss ich gewesen sein. Da stand was drauf von Brüningschen Notverordnungen. Und dann erinnere ich mich noch, wir nannten das damals immer Umzüge. Die Parteien, die marschierten noch immer schon durch die Straßen, um zu werben. Die Nazis, die kamen schon richtig so zack, zack, zack im Gleichschritt anmarschiert und schleppten immer ein Ruderboot mit. Das waren aber so wenige, da kamen auch wieder dieselben um den Block. Und die Kommunisten, an die erinnere mich noch, das war so ein unordentlicher Haufen mit Schamallenkapelle und die hatten blaue Blusen mit so roten Verschnürungen. Das sind noch Erinnerungen aus der Weimarer Zeit. Wurde darüber in der Familie geredet, was da eigentlich passiert auf den Straßen? Nö, eigentlich nicht. Meine Eltern waren sehr gegen die Nazi-Zeit. Das merken wir natürlich unbewusst sehr gut. Und nee, mein Vater war gar nicht dafür. Und irgendwann begannen ja die Aufmärsche. Erinnern Sie sich an diese Zeit? Welche von Als die den. Nazi-Aufmärsche, weil die Kommunisten sagen Sie, da Na, die waren Sie noch Nazis etwas waren ja, jünger, eine richtige. Truppe waren ja die Nazis, Richtig, nicht? Die einen waren richtig. die Nazis. Richtig, Die genau. hatten schon diese braunen Uniformen Genau. und taten sie auch sportlich und immer zack, zack, zack im Gleichschritt Marsch. Und das machten die Kommunisten nicht. Da waren auch Frauen und Kinder mit dabei. Bei den Nazis waren das nur die Männer. Schon in diesen braunen Uniformen. Was war denn Ihr Eindruck, als Sie das gesehen haben? Och Gott, man guckt, als Kind hat man das eben wahrgenommen. Da wurde nicht weiter darüber geredet. Man konnte, die marschierten bei uns am Fenster vorbei. Da guckte man, naja, nun gucke mal nicht, was da ist. Und da war, damit war es gut. Da wurde nicht weiter darüber gesprochen. Und welche Einstellung hatte Ihre Familie, Sie haben es ja schon angesprochen, eben zum NS-Regime? Wozu? Zum NS-Regime, also zu den Nationalsozialisten, welche? Ablehnend, ablehnend. Weil sie oft zu doll durften es natürlich nicht machen, uns Kinder wegen. Ich meine, meine Brüder, die in der Hitlerjugend mussten wir ja nachher rein. Das half ja alles nicht. Mein Vater hat mich noch den letzten Tag, wo man sich noch freiwillig melden konnte, da war ich schon 13, noch hingefahren, dass ich mich noch anmelden konnte. Und das war im Grunde genommen mein Glück. Denn ab meinem Jahrgang war es nachher gesetzt, die mussten alle rein. Und wie die nachher behandelt wurden, die dann pflichtmäßig reinkamen, können Sie sich ja vorstellen. Ich fand das stinklangweilig. Ich habe immer geschwänzt, wo ich konnte, bis dann schließlich meine Führerin bei meinen Eltern erschien. Ich hätte ja wohl nun mal zum Dienst zu erscheinen. Ich habe mich gedrückt, wo ich konnte. Und genau mit diesem Ganzen, meine, das Geld war ja durch die Inflation verloren gegangen, die großen Vermögen. Also von wegen, dass ich nur großartige Kleidung kriegte, nö. Der Rock wurde aus einer alten Hose geschneidert, die Blusen aus alten Hemden. Und die Jacke, das waren, meine Brüder waren ja schon vorher rein, die hatten sich auch was ausgesucht, wo man ein bisschen basteln konnte. Die machten sowas mit Morsezeichen selbst gebastelt aus Konservendosen und Taschenlampenbatterien. Und wie die nur älter waren, da erbte ich so eine Jacke. Die knöpfte dann eben andersrum. Und das war damals schon ein Problem mit rechts- und linksrum Knöpfen. Die Mädchen knöpften so rum, die Jungs so rum. Also wie heute ist das ja egal, aber damals war das gar nicht egal. Aber was anderes kriegte ich eben nicht. Bums aus. Zum Beispiel für Volkstanz, da brauchte man so ein Volkstanzkleid, das war ein ganz milder Stoff, das kriegte ich einfach nicht. Konnte ich da eben nicht mitmachen. So ging das dann. Welche Auswirkungen hatte die Inflation auf Ihre Familie? Ja, dass das Vermögen weg war. Meine Eltern waren früher, ich sag's ruhig, die waren ziemlich vermögend durch meine Großeltern. Das waren alles Fabrikanten größtenteils, nicht? Hier waren große Fabriken, in denen sie auch beteiligt waren. Aber das war dadurch alles weg. Ich meine, die Wohnungen, die Einrichtungen täuschten immer noch einen Reichtum vor, der gar nicht mehr da war. Ich musste immer die Kleider meiner 13 der älteren Schwester noch auftragen. Das war fürchterlich. Können Sie sich ja vorstellen, die Mode in den 20er Jahren mit den langen Röcken, langen Taillen, kurze Röcke. Zu meiner Zeit waren die Taillen da wirklich in der Taille. Und dann hieß er, du kriegst ja auch einen Sattel dran und einen Gürtel drum. Fürchterlich. Eine Klassenkameradin und ich, wir lachen heute noch. Wir beide waren das immer, die die Sachen der älteren Schwestern auftragen mussten. Sie waren ja auch beim Bund der deutschen Mädel. Ja, und das fand ich ebenso fürchterlich langweilig, fand ich entsetzlich. Welche positiven wie auch negativen Erinnerungen haben Sie an diese Zeit? Auch negative nicht, ich fand es einfach langweilig. Dass wir da immer mit losmarschieren mussten und sowas, also ich fand das schrecklich. Ich meine, diese ganzen Ansichten, das habe ich sowieso nicht vertreten, was die da so hatten. Ich meine, was die machten, kam vielleicht auch auf die einzelnen Führerinnen an. Es gab wohl auch welche, die das ein bisschen geschickter verstanden und interessanter zu gestalten.
Und später, ich war vom Kriegsdienst noch gar nicht wieder zurück, da kriegte ich schon wieder eine Aufforderung, ich sollte da wieder hinkommen. Da hieß das aber dann Glaube und Schönheit für die Älteren. Da war ich dann doch nur schon 19, wie ich da wieder zurückkam. Und da habe ich mir was ausgesucht mit Gymnastik. Und das war dann natürlich bei einer Gymnastiklehrerin richtig Gymnastikstunde. Das war ja was anderes. Das ging ja dann. Aber das blieb nachher im Krieg auch. Man hatte ja einfach keine Zeit mehr dafür. Das war ja gar nicht möglich. Bei dieser langen Arbeitszeit und den ewigen Fliegeralarmen, den man alle wieder hatte. Man saß ja manchmal nachts ewig im Keller. Es lohnte sich oft gar nicht, nochmal sich wieder anzuziehen und wieder hinzulegen. Dann musste ja so viel weg zum Dienst. Dann blieb man gleich auf, ne? Und dann marschierte man wieder ab.